Zuletzt bei Super Mario 64 Ocarina of Time. Angekommen im vierten Dungeon waren wir erstmal sehr überzeugt vom Dungeon-Design, wurden dann allerdings Opfer einiger sehr nerviger Bugs. Jedoch konnten wir bereits 3 der 4 notwendigen Fackeln anzünden und wenn alle 4 brennen, sollten wir hoffentlich zum Boss kommen. Und das versuchen wir heute. Hallo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 64 Ocarina of Time. Ich habe viel Feedback für die letzte Folge bekommen bezüglich der ganzen Bugs, die aufgetreten sind. Und ihr habt mir auf jeden Fall zugestimmt in Sachen Cappy werfen und Bob-Omb. Das hätte wirklich nicht auftreten dürfen. Und das mit dem Feuer, was mich hier instant die ganze Zeit verfolgt, das muss ich wohl irgendwie durch ein seltsames Gameplay-Element irgendwie heraufbeschworen haben. I don't know. Also, es haben wohl nicht alle. Es haben sogar die wenigsten, ne? Warum ist da ein Schatten? Warum ist da ein Schatten? Ja, aber hier war ich schon, ne? Achso, das ist der Buhu wahrscheinlich gewesen. Ja, das sind die Geister hier. Nee, dann geht's hier gar nicht lang. Verdammt. Aber ich muss gucken, wo es zum, erstmal hier Boss auf die Geister gekillt. Ich muss aber gucken, wo hier die letzte Fackel ist, die ich anmachen muss. Ich habe das gerade gar nicht im Kopf so genau. Es ist die obere. Ah, muss ich wahrscheinlich hier im Garten weitermachen. Ja. Doch. Wenn es die obere ist, dann muss es wahrscheinlich hier irgendwo laufen. Und lol. Weil ich den Spielstand neu geladen habe, ist jetzt das Wasser wieder oben? For real? Soll ich das nochmal ablassen? Aber ich wüsste jetzt auch nicht spontan, wo es hier weitergehen soll. Okay, wisst ihr was? Ah, nee, geradeaus einfach, ne? Oh, ich bin ja blöd. Ich bin ja übel dumm. Ich gehe einfach geradeaus weiter, da war ich ja auch noch nicht. Okay, ich bin ein bisschen retarded, aber passt schon. So, hier müsste jetzt die letzte Fackel für uns angehen. Zumindest müsste hier der letzte Buhu sein, den wir töten, ne? Dass wir die letzte Fackel anmachen können. Oh nein, ich höre schon wieder Feuerspein. Da kriege ich schon wieder Angstzustände, wenn ich sowas höre. Ich werde jetzt direkt nämlich mal ein Safe State setzen. Bisher kam ja noch kein Feuer, was ja ein gutes Zeichen für uns ist. Moment, da brauche ich doch gar nicht die Plattform, oder? Oh nein! Okay, Moment. Zack. Und zack. Okay, da hoch. Jetzt aufpassen. Okay, es sind nur blaue Plattformen. Das ist nicht so gut. Könnt ihr sich nochmal drehen, bitte? Dass ich dann auch springen kann. Jetzt. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt gleich kritisch. Ich lebe noch. Warum auch immer. Ich habe es nicht verdient. Okay, jetzt schnell. Jetzt muss ich schnell handeln. Zack. Und jetzt da. Hoch. Ho. Alter, das. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Glück. Und da ist der gelbe Buhu. Oder? Habe ich das richtig gesehen? Ist der grün, aber da ist der Big Buu. Ne? Aber er bewegt sich mal wieder nicht. Ich habe noch nicht ganz durchblickt, was man tun muss, dass sich diese Big Boos hier bewegen. Aber es geht hier ja noch weiter, ne? Da sehe ich zum Beispiel einen. Oh ne, es ist gar kein Button. Vielleicht muss ich den noch irgendwie aktivieren. Vielleicht braucht er noch Geisterenergie oder so. Fragt mich nicht. Ich war gerade sehr überrascht, dass ich den gesehen habe. Und warum sieht die Wand da anders aus? Warum? Das ist doch. Das sieht einfach mal übertrieben verdächtig aus. Ja, aber aktuell noch nicht für uns handelbar. Oh, Leute, er hat hier ein Klavier hingepackt. Bro, was machst du hier? Und ich habe das Gefühl, dass ich hier tatsächlich noch was machen muss. Das ist hier so ein Feuergeist. Scheiß Typ! Alter, wie groß diese Flammen einfach werden. Also, hau ab, mein Freund. Ah! Ha! 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 Warum? Zack! So, danke. So, und jetzt möchte ich hier entspannt bitte den Schalter aktivieren. So. Ich hoffe, ich habe damit jetzt den Buhu aktiviert. Oh nein! Das Todesklavier! Was ist das? Ich sehe doch nichts. Okay, alles entspannt. Zum Glück habe ich mir noch ganze 2 Münzen übrig gelassen. So, lebt der Geist jetzt? Nee, sieht noch nicht so aus, ne? Ich muss auch noch auf der anderen Seite hoch. Aber der ist da. Also man ist da. Man sieht ihn auf jeden Fall. So, hier nehme ich jetzt noch so viele Münzen, wie ich brauche. Na?
Okay. Flammen. Warum ist hier überall Feuer? Das macht mich Wahnsinn. Der liebe Julian hat sogar die letzte Folge, ja, mir Props gegeben, dass ich so verhältnismäßig ruhig bleibe, obwohl es hier teilweise sehr weird ist. Es ist sehr angenehm, sowas auch mal zu lesen, ja, dass man Props dafür kriegt, dass man nicht so sehr tiltet, wie man eigentlich könnte. Hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Shoutouts gehen raus an dich, Julian. Hat mich sehr gefreut. So, jetzt ist er aktiv. Okay. Also der Geist hat wohl noch ein bisschen Geisterenergie gebraucht. Okay, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Und nochmal. Oh, oh, der teilt sich auf. Was ein Schlingel. Okay, Moment mal. Das ist gar nicht so einfach. Aua. Okay, Moment. Dann machen wir mal hier so wieder ganz entspannt im Kreis. Zack, zack. Oh, scheiße. Zack, zack. Zack. Okay, jetzt habe ich einen erwischt. Oh, verdammt. Ich brauche jetzt Münzen. Ich brauche Münzen. Habe ich hier alle mitgenommen? Nein, ich habe mir die hier noch übrig gelassen. Sehr gut. So, da kommen sie wieder. Ich möchte bitte wieder in den Hauptraum. Wir kämpfen schon da, wo es vorgesehen ist, Freunde. So, aber jetzt habe ich sie gleich am Sack. Zack. Hey, was soll das denn jetzt? Mann, ey. Macht er sich so einen Müll, Mario? Du musst ihn einfach nur treten. Ja, sehr gut. Und zack. Zack. Und Bams. Ich sagte Bams. Nice. Da ist der Powerstern. Und der sollte jetzt dafür sorgen, ne, dass wir im Hauptraum in den Keller können. Und da müsste ja rein theoretisch jetzt der Boss auf uns warten. Ich denke, wir sind hier jetzt dann fertig, ne? Alle vier Fackeln sind an. Und wir können nach unten. Oh nein, nein, ich will gar nicht nach oben. Chill, chill, chill. Okay. Sehr interessant. Also wirklich vom Aufbau her ist der Dungeon sehr schön. Wo ich da eigentlich eher Props in das Originalspiel geben muss, als an Case, aber auch an Case. Ich weiß aber gerade eine Treppe nach oben auf der anderen Seite. Okay, erstmal bedrohliche Musik. Und ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe wohl irgendwie gerade den Boss aktiviert. Okay, was geht ab? Okay, wir haben ganz viele gleiche Bilder. Ich hoffe einfach mal Cappy da drauf. Cappy ist weg. Ah nein, da ist sie wieder. Okay, muss ich vielleicht rausfinden, welches Bild anders aussieht? Ha, okay, sehr, sehr interessant. Sehr interessant, was hier los ist. Ich werfe jetzt einfach mal Cappy auf jedes Bild und dann gucken wir, was passiert. Gar nichts. Ah ja. Und dann kann ich da vielleicht mit dem Bild interagieren. Oh, da kann man reinhüpfen. Null. Okay. Ich bin in das Bild gehüpft. Oh, oh, jetzt hat man es gesehen. Und der schwarze Geist. Da war ein schwarzer Geist, den ich vorher nicht gesehen habe. Und der geht auch in die Bilder. Und den muss ich kaputt machen. Amanasi Kim. Okay, ich habe ihn getroffen. Jetzt muss ich wieder gucken, wo er hinflüchtet. Wow. Okay, sehr innovativer Bossfight. Ah. Mach keine Faxen jetzt, mein Freund. Okay, jetzt geht er da rein. Alles klar. Prinzip verstanden, ne? Sehr cool. Okay, jetzt muss ich noch aufpassen, dass ich den noch treffe, ne? Wir wollen ja keine Faxen machen. Zack, ich habe ihn erwischt. Aber er hat mich auch erwischt. Aber weil es mich rausgeportet hat, habe ich jetzt keinen Flammendamage bekommen. Vielen Dank, Porter. So, und wenn der auch wieder drei Treffer braucht, wie alle anderen Bosse. Stampfattacke machen, du Sohn! Ja. Ist jetzt down? Jawohl! Wir haben den ersten Boss der Zukunft besiegt. Sehr schön, voll geil. Richtig gut. Der war innovativ und schön. Und auch das Sternradar sagt Feierabend. Wir haben den Dungeon zu 100% abgeschlossen. Sehr schön. Freut mich tierisch. Freut mich wirklich sehr. Sowas. Aua. Ah. Sowas hat man gerne. Mann! Jetzt geh halt einfach da hoch. Danke. So, und jetzt weiß ich aber, glaube ich, schon, wo es für uns weitergeht. Ne, es geht ja immer da weiter,
wofür wir den, die Fähigkeit bekommen. Ne? Meistens kann man mit der neuen Fähigkeit dann immer irgendwas erreichen. Aber jetzt kümmere ich mich nochmal drum. Vor dem Dungeon gab es ja auch noch einen Stern. Da schaue ich auch gleich mal. So, hier nehme ich auch mal den mit. So, viele neue Möglichkeiten haben wir, ne? Aber ich glaube, ihr wisst auch schon, worum es geht. Wir haben ja diese Form von Buttons schon öfter gesehen, ne? Und an eine ganz bestimmte Stelle erinnere ich mich, so, ne? Also, um da ranzukommen an den Stern, müssen wir, glaube ich, auf den Baum. Ich check das nochmal ab. Ich möchte das jetzt nicht nochmal unversucht lassen. So, oh Gott, schlecht. Wir müssen irgendwie auf den Baum hoch, um an den Stern ranzukommen. Oh, das könnte halt wirklich funktionieren, ne? Aber Moment mal, da sind auch noch Schalter. Was machen die? Kann ich die noch boxen? Nein. So. Hä? Die machen... Lösen die alle das gleiche aus? Hallo? Was wird das hier? Und warum verschwinden die Schalter, nachdem ich sie einmal verwendet habe? Ich komme da nicht mehr hoch. Okay. Aber wir wissen ja, aufgrund des dritten Dungeons, dass es auf jeden Fall noch eine Fähigkeit gibt, die man hochspringen kann. Dann werde ich mit der, wenn ich die habe, hier einfach nochmal herkommen. Ne, liebe Kommentarsektion, liebe Community, merkt euch bitte diese Stelle. Und hier wurde mir auch was in die Kommentare geschrieben. Ich habe ja gesagt, hier oben auf dem Labyrinth ist nichts mehr. Aber mir wurde gesagt, da ist noch was. Mir wurde gesagt, da ist noch was. Dementsprechend gucke ich mich hier oben nochmal um. Dementsprechend gucke ich mich hier oben nochmal um. Mir wurde gesagt, irgendwo ist was. Irgendwo ist irgendwas, wo ich reinspringen kann, oder... Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Ah, hier rein. Stimmt. Da kommt man normalerweise nicht rein. Und da ist eine Röhre. Mit einer Feenquelle. Richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank an den Kommentarschreiber. Bester Mann, Grüße gehen raus an dich. Ich danke dir. Und das ist Lost Woods, oder? Ja, Lost Woods. Ich will aber, wenn wir schon mal hier sind, zum Bob Crater jetzt. Denn hier müssten wir jetzt ja eigentlich relativ easy in gleich in den nächsten Dungeon kommen. Nämlich da vorne sind genau diese Buttons, die wir jetzt dank der neuen Fähigkeit verwenden können. Oder? Betreten wir jetzt direkt den nächsten Dungeon? So instant? So, hallo, hier bin ich. Jetzt ist hier geil. Oder ist das überhaupt der nächste? Oder vielleicht ist es auch nur so eine kleine Mini-Challenge? I don't know. Wir können aber auf jeden Fall das Ganze hier... hey, warum wurde jetzt der Knopf nicht getroffen? Das aktivieren. Einmal. Richtig cool. Mir gefällt das. Zack. Und hier ist so ein gruseliges Face. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hüpfe jetzt einfach mal rein. Okay. Wir sind in irgendeiner Höhle. Die Kamera will noch nicht so. Die hat noch keine Lust mitzukommen. Und ist das direkt der nächste Dungeon? Nö, wir flachsen hier nicht lang rum. Direkt vom einen zum nächsten. Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon, Leute. Okay, geil. Das ging schneller als erwartet. So. Das sieht mir auch so aus, als ob hier Flammen angehen würden oder so. Oder? Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir hier auch wieder Aufgaben lösen müssen. Okay, da ist ein roter Würfel. Da drüben kann ich lang. Und auch hier kann ich rein. Ich fange einfach mal unten an, ne? Ja, sehr cool. Das sieht mir ein bisschen so pyramidentechnisch angehaucht aus, aber eigentlich sind wir in einem Vulkan. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe Lust. Aber wie gesagt, das ging jetzt irgendwie überraschend schnell. Oh, das sieht mir auch nach einem Rätsel aus hier. Aha! Hahaha! Nur mit der verbesserten Stampfattacke können wir hier die Sachen kaputt machen und dadurch die Schalter aktivieren, die mir jetzt aber noch nicht aktiv bei irgendwas geholfen haben, ne? Kann ich hier was machen? Das sieht noch nicht so aus. Ich hoffe auch mal wieder, ich soll hier sein. Wie gesagt, mir fehlt ja das Originalwissen aus dem Originalspiel. Dementsprechend spiele ich einfach nur rein nach Intuition. So. Damit habe ich jetzt das aktiviert. Aber, ne? Jetzt habe ich auch. Komme ich auch oben weiter. Sehr schöne Musik auf jeden Fall hier. Ja, okay. Direkt aus der einen
fetten Rätsel-Action raus in die nächste. Soll mir recht sein? Müssen wir ein bisschen unser Köpfchen anstrengen, Freunde. Wie gesagt, sollte ich Dinge übersehen? Dürft ihr mir gerne schreiben. Ah, das ist das der Rückweg? Von da, wo ich gerade war? Nee, das sieht anders aus. Das sieht anders aus. Aber immerhin kann ich jetzt hier oben lang. Und bevor ich irgendwie wieder nochmal den Schalter aktiviere, gehe ich da gleich mal hin. Weil ich sehe hier Silbersterne. Und die nehme ich natürlich gerne mit, wenn ich das Ganze irgendwie lebendig schaffe. Was ich irgendwie gerade tatsächlich nicht glaube. Das sieht alles nicht so safe aus. Aber, ne, probieren geht über studieren. Und einen Lavatreffer kann man sich ja leisten. Und wenn mir sogar immer mit Münzen geheilt wird, dann können wir uns tatsächlich um diese Silbersterne kümmern. Doch, das ist machbar, Leute. Das ist im Budget drin. Aber ich habe halt keine One-Ups mehr, die ich eintauschen kann gegen Leben, ne? Obwohl ich die Fähigkeit dazu hätte. Das sieht mir nach einem Rückweg oder so aus. Da sind auch noch mal Münzen. Ich heile mich mal irgendwie da voll, dass ich immer schön mit der Lava arbeiten kann. Okay, hier ist nichts. Was ist da drin? Ein Lakitu! Okay, hallo mein Freund. Schön, dass du da bist. Wie auch immer du hergekommen bist. Ich weiß jetzt nicht, ob der freiwillig hier ist oder nicht. Werden wir, denke ich, noch herausfinden, ne? Es ist einfach nur... Oh, mach keine Faxen. Nur die Frage, wo wir hin müssen. Aber ich springe einfach mal so schön von Plattform zu Plattform. Solange das hier in irgendeiner Weise für mich möglich ist, mache ich das einfach mal, weil ich denke, falsch sein wird es auf jeden Fall nicht. Und hier sind ja auch noch ein paar Silbersteine, die wir uns kümmern müssen. So, zwei haben wir jetzt noch. Einen habe ich gerade gesehen. Der ist nämlich da. Und den zweiten finden wir da oben. Okay, ich glaube, da hoch kommen wir mit diesem Bouncer hier. Also zumindest kann ich mir das gut vorstellen. Nutzen wir ihn einfach mal. Ja, genau so ist es. Sehr schön. Das riecht direkt wieder nach dem ersten Powerstern für uns. Moment. Oh, verdammt, ich bin sogar noch in der Lava gelandet. Shit, ich dachte, ich schaff's ohne. Aber sehr cool. Und da ist er. Der erste Powerstein im neuen Dungeon. Wie gesagt, schreibt mir doch auch mal hier kurz in die Kommentare, ob das richtig ist. Aber ich denke schon, ne? Mit der neuen Fähigkeit, die wir im vierten Dungeon bekommen haben, können wir uns den fünften Dungeon freispielen. Also ich denke schon, dass ich hier korrekt bin. Ne, aber bei dem Spiel weiß man nie. Bei dem Spiel weiß man nie, ob da alles so geplant ist. Hat immer Platz für Überraschungen, sage ich mal. Oh, das ist nicht gut. Aber passt. Und irgendwie würde ich auch gerne nach da drüben. Aber ich habe halt nur noch einen Lavatreffer. Das ist halt nicht so gut. Scheiß drauf. Riskieren wir es. So, ich komme jetzt zwar nicht durch, wegen dem Button, ne? Aber das ist okay. Schieb mir kurz darüber. Ich hole mir noch kurz die Münzen, ne? Nehme ich auch gerne mit. So, und jetzt mit der Hilfe der Box komme ich da hoch. Ja. Es ergibt noch alles irgendwo einen Sinn. Oh, hier ist ein bisschen... Okay. Hier ist ein bisschen... Stampfattacken-Action gefragt. Muss ich auch nochmal eine setzen? Ich weiß es nicht. Oder ist nur unter einem Stein das Richtige? Den da vorne werde ich safe nicht freisetzen mit dem Chakya. Naja, obwohl. So schlimm kann es ja auch nicht sein. Ha! Hier ist ein Button für unten. Ich mache die jetzt mal auch kaputt. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Aber ich denke, ich habe das gefunden, was ich brauche. Nämlich den Farbschalter. Und immer in jedem Raum, wo hier so eine Fratze an der Wand hängt, da gibt es irgendwas für mich, habe ich das Gefühl. Ne? So, und jetzt, dank der Aktivierung des Buttons, kommen wir jetzt unten weiter. Aber auch hier ist zu. Lol. Da ist nicht zu. Das kann man kaputt boxen. Oh mein Gott. Und da ist auch noch ein Lakitu. Du hast mich befreit. Ich biete dir meine Wolke an. Ich gehe vor und mache Plattform für dich. Okay, mein Freund. Ich habe keine Ahnung, was er tut. Irgendwie will er uns Wolken erschaffen. Und uns damit helfen, ne? Wie er sich das Ganze vorstellt, keine Ahnung. Aber ich sag einfach mal nicht nein. Aber dann können wir den da drüben auch... Ach, lol, dann habe ich jetzt voll viele Wege einfach gar nicht abgecheckt, obwohl es notwendig gewesen wäre. Oder beziehungsweise, obwohl ich da hätte lang gehen können. Wäre jetzt ein bisschen dumm von mir. Aber vielleicht sollte ich erstmal angucken, wo es mich überhaupt hinführt, wenn ich die Brücke entlang laufe. Das wäre irgendwie auch mal sinnvoll. Ich gehe aktuell noch sehr konzeptionslos hier durch, aber ne, was soll's.
Ich gehe jetzt mal geradeaus. Ich gehe jetzt mal geradeaus und gucke, was da auf mich wartet. Und wie gesagt, da drüben ist auch noch ein Lakito. Die machen uns so irgendwie immer Wolkenplattformen. Damit helfen die uns weiter, wenn ich das richtig verstehe. So, was ist hier los? Da ist die da macht der die Wolken für mich. Okay, das bedeutet, ich muss die Ah, Moment, da brauche ich den anderen. Es könnte sein, dass ich den anderen dann auch noch brauche. Und der mich nochmal weiter nach oben bringt. Kann ich mir vorstellen. Aber irgendwie, hier ist es halt noch nichts. Ich werde jetzt nochmal kurz den anderen befreien gehen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Aber woher kriegt man bitte den Tipp, dass man einfach diese Gitter kaputt boxen kann? Klar, man probiert es irgendwann, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Mario mit bloßen Händen Stahlgitter zerboxen kann. So, ne, das ist nicht so intuitiv, das Gameplay. Aber ist okay. Probieren geht über Studieren und wir haben es ja letztendlich herausgefunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass man hier mit Sicherheit länger hängen kann, wenn man einfach nicht davon ausgeht, dass man es kaputt boxen kann. Jo, mein Freund, lass mich befreit. Ja, Mann, Bruder. Für dich doch immer. So, geht der auch darüber? Den verfolge ich jetzt mal. Er geht darüber. Was macht er denn da drüben? Beziehungsweise, was hilft mir denn der andere? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber der ist darüber. Da ist er. Da ist er und macht Wolken. Interesting. Shit! Sehr, sehr interesting. Ich check das mal ab. Ich meine, er wird da nicht ohne Grund hingehen. Ich sehe nichts. Da ist er. Hä, was macht er jetzt da? Was machst du da, Bro? Oder ist das ein Bug? Nein, ich wollte da nicht hoch. Was macht der da? Das stresst mich, dass er da ist und ich weiß, was er da tut. Wie komme ich überhaupt eigentlich lebend raus? So. Okay. Okay, der chillt da jetzt. Einfach so in der Luft. Weil er es nice findet. Oh nein, der bringt mich da nach oben, oder? Jetzt nämlich auch noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Und wisst ihr was? Wenn ich keine Ahnung habe, dann bringt es meistens, wenn ich einfach mal kurz Pause mache, den Part beende an der Stelle. Und wir uns beim nächsten Mal hier weiter angucken, was abgeht, weil sonst mache ich hier noch ganz, ganz schnell einen Abgang. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi.